Hallo und herzlich willkommen beim Tech-Check von Jugendfeuerwehr TV. Heute zeigen wir euch das LF20 CATS von der Freiwilligen Feuerwehr Bergersheim. Bereits 2017 wurde eine Ausschreibung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK, über insgesamt 308 dieser Löschfahrzeuge erstellt. Die Firma Rosenbauer erhielt den Auftrag und lieferte in den Jahren 2018 und 2019 bereits 108 Fahrzeuge aus. Zwei dieser Fahrzeuge kamen nach Frankfurt am Main, um die Katastrophenschutzzüge zu modernisieren. Das zweite Fahrzeug ist bei der Freiwilligen Feuerwehr Braunheim stationiert. Wie bereits erwähnt, ist der Aufbau von Rosenbauer, das Fahrgestell ist von Mercedes-Benz. Es handelt sich um eine Atego-Basis mit 13 Tonnen Gesamtgewicht und einem 270 PS starken Motor. Die Fahrzeuge sind dank Allradantrieb und zuschaltbaren Differentialsperren besonders gut für Einsätze im Gelände, wie zum Beispiel Wald- oder Flächenbränden, einsetzbar. Dies zeigt auch die spezielle Beladung, auf die wir noch genauer eingehen werden. Das Fahrzeug selbst ist mit einer FPN 10-2000 ausgestattet, also einer Pumpe, die bei 10 Bar Druck 2000 Liter Wasser pro Minute fördern kann. Um im Brandfall schnell löschen zu können, ist ein 1000 Liter fassender Wassertank vorhanden. Auf dem Dach gibt es einen Lichtmast, eine vierteilige Steckleiter, einen Staukasten für Werkzeug und einen Ersatzreifen. Um diesen vom Dach zu bekommen, ist extra ein kleiner Kran dabei. Im Staukasten unter der Leiter finden wir Schlauchbrücken, Schaufen und Besen sowie Feuerpatschen, die auch speziell bei Wald- und Flächenbränden zum Einsatz kommen, um kleine Brände auszuschlagen. Die Kabine ist für eine Gruppe, also 9 Feuerwehrleute, ausgelegt. Wie bei den meisten Löschfahrzeugen kann auch beim LF20 CATS sich der Angriffstrupp bereits auf der Anfahrt mit Atemschutz ausrüsten. Unter der Sitzbank sind 9 Atemschutzmasken mit Kombinationsfiltern untergebracht. Vom Fahrersitz aus erreicht man bequem alle benötigten Schalter für Beleuchtung und die Sondersignalanlage. Kommen wir nun zur Beladung. Unter anderem hat dieses Fahrzeug eine Tragkraftspritze der Firma Ziegler dabei. Die PFPN 10-1500, die Abkürzung steht für Portable Fire Pump Normal Pressure, zu Deutsch tragbare Pumpe mit Normaldruck, oder auch Tragkraftspritze bzw. TS genannt. Dieses Modell hat eine Nennförderleistung von 1500 Litern pro Minute bei 10 Bar Arbeitsdruck. Betriebsbereit wiegt die Pumpe 188 Kilogramm. Wenn ihr an der Leistungsspange oder dem Bundeswettbewerb teilnehmt, werdet ihr die Pumpe wiederfinden. Eine weitere Besonderheit auf diesem Fahrzeug ist der Wasserrucksack zur Waldbrandbekämpfung. Dieser fasst 19 Liter Wasser und hat eine Handpumpe, um das Wasser zu verteilen. Sozusagen eine moderne Form der Kübelspritze. Als letztes Detail wollen wir euch noch den 5000 Liter Faltbehälter zeigen. Dieser dient bei Bränden ohne eine konstante Wasserversorgung durch zum Beispiel einen Hydranten als Wasserspeicher. Die Einsatzstellenpumpe entnimmt das Wasser aus dem Behälter und die Löschfahrzeuge im Pendelverkehr befüllen diesen immer wieder. Wir hoffen, unser Tech-Track hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns in die Kommentare oder direkt auf Facebook oder Instagram. Bis zum nächsten Mal.